So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Search. Ich hoffe, dass ich diesmal nicht ins Mikrofon reinbeiße. Ich habe mich noch ein bisschen kleiner, leiser gestellt. Es geht auf jeden Fall weiter. Folge 5. So, jetzt habe ich alles gleichzeitig gelabert. Neue Aufnahmesession für mich. Ich glaube, wir können nicht viel machen, deswegen. Schönen Tag, Warren. Das habe ich, glaube ich, nämlich letztes Mal schon gemacht. Haben wir eigentlich eine Karte? Ich glaube, wir haben keine Karte. Ne? Nothing. Ach, da sieht man übrigens die geführte Hand. Waffenfertigkeit, Stab, zweihändig. Einseitig montiert, beidseitig montiert. Beidseitig wäre auch mal was Cooles. So. Muss erstmal wieder reinkommen. Ich glaube, da hinten habe ich einen Shortcut geöffnet. Die Dinger sind ja jetzt hier keine große Kunst. Geben auch ehrlich gesagt nicht so viel Altmetall. Ich habe aber bald Stufe 4 der Waffenfertigkeit freigeschaltet. Genau hier. Da war dieser mega große Boss, den ich nicht besiegen konnte, aber hier ging es auf jeden Fall noch weiter. Muss mal wieder reinkommen ins Spiel. Genau, der ist nämlich dahinter. Den gehen wir vielleicht nachher noch mal an. Aber jetzt kommt hier noch der eine Fritze, war das nicht so? Da kommt er auch schon. So. Möchte mal Kreis drücken für Ausweichen. Oh, er ist Feuer gestorben. Der Finisher ging ins Leere. Na, hier ist nämlich radioaktiver Mist, da sollte man nicht reingehen. Stimmt, hier muss ich ja die Treppe hochlaufen, ne? War das nicht irgendwo? Autsch! Autsch! Waffenfertigkeit erhöht, Stufe 4. Ach schon, mit B heilt man sich. Das war es nämlich. Manchmal ist da was Nettes drin. Ich hatte ja beim letzten Mal den Verdacht, dass ich da oben einen Boss begegnen werde. Weil die Typen hier oben noch schnell besiegen. Treppe möchte ich eigentlich ungern gegen den kämpfen. Komm mal wieder zurück, Kollege. Au! Zerstörten Sachen werden ja dann grundsätzlich immer eingelöst. Genau, und hier unten geht es weiter. Sind zwei von diesen. Da ist eine so eine blöde Drohne, die echt ein bisschen. Oder ist es der richtige Weg? Ja.
muss ich schnell loswerden. Autsch! Nein, sag mal, verdammt. Wenn einmal dieser Combo ist, dann kriegt man das. Keine Ausdauer mehr. Ja, und hier dachte ich, dass hier ein Boss ist. Weil das sehr bossig aussieht. Ich guck mal, hier bin ich hoch, glaube ich. Stimmt hier aber gar nichts. Der Zug ist außer Betrieb. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich das aus dem Trailer kenne. Mal vorgestellt haben. Oder auch nicht. Jetzt möchte ich den Arm von dem Körper versuchen. Oder den Kopf. Kraftwerk. Oh. Okay. Das war eine Kombo, die ich da gerade gezündet habe. Gab ordentlich Altmetall, aber nichts anderes mehr. Ich habe auch keinen Trank mehr. Da klappt irgendwas gegen die Wand. Auf der anderen Seite kann ich das öffnen. Ja, ich könnte es öffnen. Ich lasse es mal noch zu. Hier geht's runter. Hier geht's hoch. Könnte ich wahrscheinlich. Wir können auch runtergehen. Wir können ja mal runtergehen, bevor ich da die Tür öffne. Dunkel ist. Oder wollen wir da erstmal die Tür aufmachen? Vielleicht ist es ein Shortcut. Oh, da war was. Aha. Manchmal sind in den Kisten auch Gegenstände drin.
das geht momentan auch gar nicht. Okay. Ja, dann gehen wir runter. Dann scheint das ja der einzige Weg zu sein, den wir hier nehmen können. Aber nicht zu schnell. Ah, schau einer an. Wieder ein kleiner Schrotthaufen. Das sind sozusagen die Konserven. Ich habe das Gefühl, dass er gerade durchgebogen ist. Ja. Oh, ein Vibro-Trennschneider. Cool. Resolve is not the answer. Wo bin ich denn jetzt abgeblieben? Wow. Okay, das ging schnell. Aber wenn man wirklich mal eine Kombo durchzieht, das geht gerade mit den mit den schnellen Waffen sehr, sehr einfach. Okay, ich habe mich verlaufen jetzt nicht. Hauptfertigungsstraße. Ach, jetzt bin ich hier oben. Da kann ich rüber. Oh, das ist einer mit zwei Waffen. Wow! Ah! Okay, der ist ganz schön böse. Ich in der Zwischenzeit mal kurz gucken, wie lange wir schon gespielt haben. Wir können noch ein bisschen machen. Ja gut, da muss ich jetzt ganz schnell dahin. Da sind 1500 liegen da rum. Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. Mal die hier schnell fertig machen. Da irgendwie wieder hinkommen. Oh. Au. Weg, 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 weg! Oh, ich habe ihn vorher noch gesehen können. Waffenfertigkeit.
5? Ich habe nur noch 2 Minuten und 50. Ja, wenn man auf die Schwachstelle geht, dann ist es relativ einfach, die Typen zu besiegen. Komm weg da! Meter sind wir entfernt. Ist der Typ das? Nee, ist er nicht. Nein, das ist der Falsche, den ich avisiert habe. Der war richtig, richtig fies. Hier kommt einer gleich um die Ecke. Da liegt mein Zeug. War denn der Typ jetzt? Der stand dahinter. Glaube, ich gehe erstmal hier lang. Voltaic Dynamo. Können wir uns mal anschauen. Ich habe auch eine neue Waffe gefunden. Das ist die. Nee, habe ich nicht. War das ein Rezept oder was war das? Ein neues Implantat haben wir bekommen. Das hier. Erhöht die Energiegewinn durch erfolgreiche Angriffe. Puh, weiß ich nicht, bin ich nicht so von überzeugt. Ich dachte, ich hätte eine neue Waffe gefunden. Steht hier um die Ecke, der Typ. Ah, jetzt steht er da hinten. Der war ziemlich eklig. Kann ich mich hier nochmal umgucken? Ja, hier ist nichts. Aber da geht's auf jeden Fall weiter. Dann kämpfe ich hier gegen ihn. Boah, ist der flink. Wow! Der ist ja echt flink. Wir
Yusuko Battlefly Reno Arm Modul zerstört. Schade, das hätte ich gerne gehabt. Waffe erhalten. Butterfly Waffe. Wucht niedrig, Angriffsgeschwindigkeit hoch, Waffenfertigkeitsskalierung sehr niedrig, Energiegewinn 10%. Können wir ja mal ausprobieren, wie gut die Waffe ist. Habe ich beim Kopf schon was? Nein. Hier war nichts, okay. Boah, das ist ziemlich cool. Müsste man Altmetall mal loswerden. Nicht, dass der nächste stärkere Gegner um die Ecke kommt. Und ich dann am Arsch bin. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Vielleicht ist er hier ein... Oh, das scheint ein Shortcut zu sein, oder? Hintereingang? Da liegt auf jeden Fall noch was. Ach, eine Vital-Injektion, okay. Ich mag ja in solchen Art von Spielen sehr, sehr schnelle Waffen. Nicht zu unbeschränkten Nutzen freigegeben. Okay, da sieht man aber richtig durch. Meine Fresse. Shortcut! Geil. Dies ist keine genehmigte Pause. Ich schau mal ganz kurz, wie sieht's denn zeitlich aus? Ja, ich würde sagen, wir machen mal hier einen Cut und in der nächsten Folge werde ich mal ein bisschen schauen, was wir verbessern können. Die Waffen gefallen mir auf jeden Fall ziemlich gut. Ich mag so schnelle Waffen in Dark Souls-ähnlichen Spielen. Aber ich mag auch Schild und Schwert. Aber hier haben wir ja kein Schild. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss.